also noch zu Zeiten, als noch die tridentinische Messe gefeiert wurde. Wir mussten noch Stufengebete in Lateinisch lernen. Und es war noch richtig Dienst und Arbeit am Altar. Wir haben das sehr gerne gemacht. Und ich bin bis heute eigentlich begeisterter Ministrant, natürlich nur noch in Ausnahmefällen, aber seit über 30 Jahren mittlerweile auch schon wieder regelmäßig am Palmsonntag und am Ostersonntag im Krankenhaus in der Kapelle in Waldkirch. Es war eben noch üblich zu den Zeiten, dass unser altehrwürdiger Stadtpfarrer, wie wir ihn immer genannt haben, am Morgen um 6 Uhr den Gottesdienst, einen stillen Gottesdienst am Seitenaltar gefeiert hat, während gleichzeitig am großen Hochaltar der Kaplan die Messe fürs Volk gefeiert hat, wobei ich hier dann 1964 tatsächlich mal zum ersten Mal als Ministrant eingesetzt war, ohne Probe, ohne alles. Das war einfach so, dass da ich meinen Bruder immer begleitet hatte, der schon Ministrant war, musste ich einfach einspringen für einen, der verschlafen hatte. Aber der Kaplan hat mir sehr geholfen dabei und es hat mich einfach gefreut und mich auch bestärkt, dass wenn ich dann 1965 zur Kommunion gegangen bin, dass ich dann auch sofort aktiver Ministrant werde. Gruppenstunden für Ministranten waren lange Zeit reine Probestunden. Stunden, in denen wir unsere Texte auswendig lernen mussten und in denen wir auch den Ministrantendienst gelernt haben. Es gab einfach ganz andere Rollen, wie wir es heute uns gar nicht mehr vorstellen können. Für unsere Gruppenstunden, für die gesellschaftlichen Gruppenstunden waren wir eigentlich in der KJG, wo wir da jede Woche dann eben unsere regelmäßigen Gruppenstunden mit Spielen hatten. Erst als ich nachher mit meinen Freunden, mit dem Clemens, mit dem Ernst und mit Martin die Gruppenleitung übernommen habe, haben wir auch bei den Ministranten eingeführt, dass wir uns jede Woche regelmäßig treffen. Das kann man in der heutigen Zeit kann man sehr schwer sagen, wie das war, als die Mädchen dazu kamen. Wir stehen einfach heute vor der Tatsache, dass der Großteil der Ministranten Ministrantinnen sind. Das ist auch ganz gut so. Die verrichten ihren Dienst ja auch gut, gerne und auch mit Begeisterung. Das sieht man denen auch an. Das war einfach so ein Umschwung. Das kann man in der heutigen Zeit schwer realisieren, denke ich. Es gab schon in der Zeit, wo wir Oberministranten waren, wohl schon in anderen Pfarreien Mädchen. So hatten wir eine Filialgemeinde, in der es möglich war, dass Mädchen ministriert haben. Aber manche Mädchen wollten eben nicht in die Filialkirche, sondern die wollten in der Hauptkirche ministrieren. Und das haben wir, wir waren so 15, 16, 17, so einfach rigoros abgelehnt.